Mein Name ist Jürgen Sterz. Ich habe einen ischämischen Schlaganfall überlebt. Er hat verwirrt gesprochen und eine Lähmung war nicht auffällig. Also er hatte keine Seitensymptomatik, definitiv nicht. Ja, du bist selber Ärztin und ich bin selber Arzt. Mein Name ist Anne Wissing und ich habe einen ischämischen Schlaganfall überlebt. Also ich habe mich ganz furchtbar erschrocken. Mir war klar, dass es was Ernstes ist. Was es sein könnte, habe ich so schnell nicht realisiert. Auch nicht, dass es ein Schlaganfall sein könnte. Es waren unter unseren Familienangehörigen, es war ein Familienfest, sind viele Ärzte und Ärztinnen und es fiel auch das Wort erstmal epileptischer Anfall oder Schlaganfall, aber das habe ich so schnell gar nicht realisiert. Aber mir war klar, dass es was Lebensbedrohliches ist. Ich erinnere mich, dass ich auf der Toilette war, aufgestanden bin und dann meine Beine weggesackt sind und dann lag ich so 2 Stunden ungefähr im verschlossenen Bad. Also ich hatte tatsächlich, das finde ich im Nachhinein auch sehr gruselig, das Wort Schlaganfall im Kopf, aber habe das überhaupt nicht auf mich bezogen. Also ich lag ja da mit Halbseitenlähmung, was ich natürlich noch nicht verstanden habe in dem Moment. Aber ich hatte dieses Wort spukte mir im Kopf und ich dachte, wenn ich hier draußen bin, dann google ich, ob das sein kann, dass man Mitte 20 einen Schlaganfall hat, anstatt auf die Idee zu kommen, um Hilfe zu rufen, weil ich das so weit weg von mir erlebt habe. Mein Name ist Felix Bode, ich bin Oberarzt in der vaskulären Neurologie hier am Uniklinikum Bonn und betreue seit mehr als 10 Jahren Schlaganfallpatienten. Die klassischen Schlaganfallsymptome sind Lähmungen der Arme und Beine, Sprachstörungen, aber auch eine Asymmetrie im Gesicht. Es können aber auch deutlich einfache oder weniger auffällige Symptome sein, wie Taubheitsgefühle oder Doppelbilder. Auch das kann ein Hinweis auf einen Schlaganfall sein und wenn das plötzlich auftritt, sollte unbedingt ein Rettungsdienst alarmiert werden. Das Entscheidende ist erstmal, dass die Patienten überhaupt hierher kommen. Nur die Patienten, die in die Notaufnahme gebracht werden, können wir auch behandeln mit einer akuten Blutverdünnung oder einer sogenannten mechanischen Rekanalisation, wo das Gefäß mechanisch wiedereröffnet wird. Also mein Mann ist dann ja in die periphere Klinik gekommen. Dort wurde leider das initiale MRT ohne Kontrastmittel gemacht, wegen seiner erhöhten Nierenwerte, aufgrund seiner diabetischen Vorgeschichte. Und deshalb der Thrombus nicht erkannt, der dann 5 Stunden später bei der Visite in der Klinik eben zum Verschluss geführt hat. Mein Name ist Franziska Dorn, ich bin interventionelle Neuroradiologin und leite die Sektion für Neurointervention am Uniklinikum in Bonn. Generell geht CT sehr viel schneller als das MRT. Also die Informationen, die wir brauchen, bekommen wir im CT sehr viel schneller, innerhalb von wenigen Minuten. Im MR dauert das so ungefähr 10 bis 20 Minuten. Dafür ist das MRT sehr viel genauer. Also wenn es bei Patienten darum geht, ob sie eine Lysetherapie, also eine medikamentöse Schlaganfalltherapie bekommen sollen, dann hilft uns das MR zu entscheiden, ob dies noch möglich ist oder zu riskant. Ich wurde dann ja in Kenntnis gesetzt, irgendwann unter Lyse hierher verbracht worden und sie haben dann den Thrombus gefischt, Gott sei Dank. Es waren immer diese neurologischen Untersuchungen, wenn die Ärztin reinkam und gesagt hat, heben Sie mal beide Arme hoch. Da ging halt nur der eine hoch. Tatsächlich kam nach dem 5. Tag, also am Mittwochabend, das weiß ich noch genau, weil mein Vater dann mit seinem Chor ein Konzert gemacht hat, wo ich eine Live-Übertragung persönlich für mich ins Krankenhaus bekommen habe per YouTube-Link. Und 10 Minuten vor Konzertbeginn konnte ich mein linkes Bein heben. Ja, wir verwenden meistens eine Kombination aus einer Aspiration, das heißt, wir saugen den Thrombus oder das kleine Gerinnsel aus den Gefäßen und gleichzeitig ziehen wir das Gerinnsel mit so einer Art kleinem Stent, sodass wir sozusagen eine Kombination haben und damit gute Erfolge erzielen können. Und so ist es eben möglich, dann auch bei vielen Patienten schon mit einer einzigen Passage den Thrombus oder das Gerinnsel aus dem Gefäß zu entfernen. Wir wissen schon seit vielen Jahren, und das hat der Jeffrey L. Saver sehr schön herausgearbeitet, Time is Brain. Also je schneller wir agieren, je größer ist die Chance, dass wir möglichst viele Nervenzellen retten können und damit für die Patienten dafür sorgen, dass sie wieder in ihr normales Leben zurückkommen, dass sie möglichst wenig Einschränkungen zurückbehalten. Und dafür haben wir hier rund um die Uhr ein Team aus Notaufnahme, Stroke, Ärzten, Pflege, Radiologen zur Verfügung, um diese Therapie eben schnellstmöglich an unsere Patienten und Patientinnen zu bringen. Ich bin wieder total selbstständig, kann alles machen, außer Nägel schneiden mit rechts, das ist mit links ohne Feinmotorik noch schwierig.
Ich spiele auch wieder Klavier, ich bin ja Pianistin und habe eine spezielle Handorthese, die meine Finger streckt. Und damit kann ich auch wieder Musik machen. Also es wird noch ein langer Weg, bis es wieder so ist wie vorher, aber ich mache wieder die Musik und kann mich darin ausdrücken und das ist ja das, was zählt. Und wie das jetzt aussieht, ob man dann mit der Faust spielt, das war bei mir am Anfang so, oder auch nur den Mittelfinger benutzt, das hört man letztendlich nicht. Es geht ja darum, was ich da reinstecke und das hat sich nicht geändert. Bei der Frau Wissing war es so, dass sie einen Verschluss der mittleren Hirnarterie hatte auf der rechten Seite. Man sieht hier diesen abrupten Abbruch des Gefäßes. Und wir haben hier einen Aspirationskatheter verwendet in Kombination mit einem Stent Retriever und haben das Gerinnsel dann nach zwei Passagen komplett entfernen können. Und man sieht, hier fehlten all die Gefäße. Und wenn wir uns das danach anschauen, dann sind diese ganzen Gefäße wieder reperfundiert. Also das heißt, diese Areale bekommen wieder Blut und man hat somit die Chance, diese Areale zu retten. Alles verstehen kann ich immer. Ich kann nicht alles wiedergeben, weil ich diese Aphasie habe. Aber ich mache jetzt ein Training zweimal pro Woche. Ich kann die Aphasie heute noch verbessern. Ja. Ich erinnere mich an den Sonntagmorgen, es ist an einem Samstag passiert, dass meine Geschwister, also ich habe 5 Geschwister, die waren auch alle dabei beim Familienfest, einzeln, also hintereinander rein gebeten wurden. Erst meine Schwestern, ich weiß jetzt noch, dass eine Schwester mir gesagt hat, ich liebe dich, das hat sich auch sehr eingebrannt, und die andere, ich habe dich so unendlich doll lieb. Also das war ganz krass, irgendwie dann diese Nähe zu spüren. Und meine Brüder sind dann auch gekommen, also es waren alle da. Die Familie hat unheimlich zusammengehalten und wir waren alle hier, auch die Schwiegerkinder und die Neffen, Nichten. Und das hat uns unheimlich getragen, Kraft gegeben und auch das Haus natürlich. Und die Offenheit, die Transparenz, auch ich werde nie vergessen, der erste Arzt, der rauskam und sagte, das vergisst man einfach nicht. Und das hat unheimlich geholfen, auch die Besetzung auf der Station, die Schwester Yvonne, glaube ich, oder wie sie heißt, das war einfach der Wahnsinn. Ja? Das war der Wahnsinn und wir haben uns sofort gut gefühlt und dieses Wechselbad der Emotionen, das konnte ganz gut aufgefangen werden durch die große Familie und durch das Haus. Und durch die Fortschritte natürlich.